Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Cultures. Wir sind ja drauf und dran, hier alles vorzubereiten für eine kleine, aber feine Militärstreitmacht. Du hast Werkzeugschreiner in der Schule gelernt. Warte mal, was wollte ich damit nochmal machen? Genau, einen Tischler wollte ich aus dir machen. Stimmt, dafür hatten wir das gemacht. So, und wir haben doch, meine ich, schon irgendwo einen Kundschafter. Da ist er. Der Björn. Nein, Björn, nicht Björn. Dann würde ich sagen, kundschaften wir direkt mal los. Haben ja schon ein bisschen was ausgekundschaftet, aber eben nicht sonderlich weit. Deswegen schauen wir mal. Ich kundschafte erstmal hier unten die Gegend aus, während wir weiter noch Vorbereitungen treffen, um unsere Militärstreitmacht ein bisschen auszubauen oder überhaupt erstmal aufzubauen, vielmehr. Obstbäume auch nicht schlecht. Ja. Okay. Also jetzt werde ich das nächste Dreifamilienhaus sehr gut. Schau mal kurz, was hier hinten ist. Nicht, dass wir irgendwo noch einen Berg übersehen oder so. Oh, das sind aber schicke große Bäume hier. Schön ein paar Palmen. Ja. Okay, nach Erz sieht es hier in der Ecke aber eher weniger aus. Du möchtest Training. Immer doch. Training ist wie immer ein gern gesehener Freund. Du hast den Waffenschmied erfunden. Nice. Das ist ja trischig. So, hier haben wir ein bisschen Küste. Das ist auch schön. Oh, hier hätten wir theoretisch Fische, wenn wir uns jemals bis hierhin ausweiten sollten. Ah, der gute Iva ist schon fast komplett durchtrainiert. Aha, hier haben wir doch noch ein bisschen Gebirge. Sehr schön. Falls uns mal hier hinten das Erz ausgehen sollte, was jetzt glaube ich schon der Fall ist, ne? Gucken wir mal, ob du versuchst zu arbeiten. Gold haben wir auch nicht mehr viel. Ei, ei, ei. Wollte arbeiten. Gut, damit hast du es hinter dir, mein Lieber. Dann werde doch mal bitte Träger für... Ja, wofür denn eigentlich? Für die Möbelwerkstatt, warum nicht? Ja, hier sind die Rohstoffe ausgegangen. Möbelwerkstatt ist fertig, wunderbar. So, mal schauen, ob wir hier unten was Gescheites finden. An Erzen oder ähnlichem. Boah, Steine. Nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber nehme ich wohl grundsätzlich trotzdem gerne. Lehm haben wir auch noch. Gut, du musst erst mal Bubu machen. Oh, das ist aber sehr effizient gepennt, muss ich sagen. Nicht schlecht. Hallo, Indianer. Seid gegrüßt, Fremde, die über die Berge kamen. Man nennt mich Chicken Wing, Häuptling der Nachos. Manitou hat euch geschickt. Unser Dorf wird seit Monaten von fremden Dämonenkriegern angegriffen. Sie fallen wie Fliegen über uns her und verschwinden wieder, ehe Chicken Wing sich zweimal auf den Fuß dreht. Unsere Krieger sind erschöpft und können bald keine Gegenwehr mehr leisten. Bitte helft den Nachos. Chicken Wings Augen sehen mit Freude, dass die Männer der Bartgesichter stark und kräftig sind. Bestimmt werden sie die fremden Eindringlinge besiegen. Unterstütze die Nachos in ihrem Kampf gegen die Eindringlinge. Aha. Gut, dann machen wir jetzt erstmal schon mal hier. Wie genau müssen wir euch denn unterstützen? Also ihr seid uns freundlich gesinnt. Das ist schon mal sehr gut.
Frage ist, wer sind die Eindringlinge und... Gut, dann würde ich sagen, fangt ihr mal an, liebe Ladies, Krieger zu zeugen. Und zwar ohne Ende, so hart das klingt. So, was? Die Pilzsammler ist schon was länger leer. Okay. Stimmt, du könntest mal wieder umschulen zum Pilzsammler und hier wieder ein bisschen sammeln gehen. So, wo haben wir denn unseren... Da ist er. Oh, Weizen. Also, ich glaube, mittlerweile brauchen wir auch keine Bögen mehr. Deswegen kannst du gerne hier mithelfen tragen und du, du bist jetzt allgemein Zivilist, du wirst nämlich unser erster Soldat, habe ich mir gerade spontan überlegt. Und du genauso, denn du hast eh keine Wolle mehr. So, dann schließt da mal eben die Lücke. Damit wir auch überall die Wege finden. So wie wir es brauchen. Ja, der Steinmetz steht was länger leer. Das ist mir wurscht. Yes, mehr Goldbarren. 4 Stück haben wir da erst. Warte mal, wo ist denn die Goldschmiede da oben? Ja gut, da ist ja auch noch genug drin, ne? So, du bist jetzt ein erfolgreicher Tischler. Das ist doch mal sehr schön. So, warte mal. Wollten wir denn unseren Zivilisten? Zivilist 2. So, einmal rein in die Kaserne. Und du darfst auch einmal rein in die Kaserne. Fangen wir nämlich direkt an auszubilden und... Ich würde sagen, aus dir machen wir auch einen Zivilist. Und du darfst dich in die Kaserne begeben. Schwertkämpfer. Stufe 2. Stufe 3. Bier in die Hand gedrückt. Und gib ihm. So. Bogenschütze. Stufe 2. Stufe 3. Ein Bierchen für unterwegs. Und gib ihm. Moment, jetzt habe ich ihn versehentlich markiert. So. Du bist hungrig, ja, dann gönn dir doch was. Ups, jetzt bist du auch hungrig. Gut, dann geh erst nach Hause was futtern und dann bitte einmal zurück in der Kaserne melden. So, wir packen dich auf die 1 und dich auf die 2. Beziehungsweise natürlich auch eure Homies, wenn es dann mal soweit ist. Und ich glaube, dich werde ich auch schon mal umschulen. Rüstung werden wir nämlich definitiv nicht mehr brauchen. Ich glaube, wir hätten dann 18 Schwertkämpfer. Das sollte ja wohl reichen. Ja, wir machen aus dir auch einen Zivilisten. Zack. Und aus dir auch einmal einen Zivilisten. Und gib ihm. So, Schwertkämpfer. Stufe 2. Stufe 3. Her mit dem Bierchen. Und einmal nach links. Bogenschütze. Stufe 2. Stufe 3. Bierchen. Und einmal rechts bei deinem Kollegen einfinden. So, du wieder Schwertkämpfer. Stufe 2. Stufe 3. Bierchen. Und einmal links zu den Kollegen. So, haben wir denn überall Nachwuchs?
Hier oben haben wir vergessen. Okay, das geht ja mal gar nicht. Da ist Nachwuchs hier hinten auch überall sehr gut. So, haben wir noch ein bisschen was zu schleppen hier. Vor allem Gold werden wir noch einiges brauchen. Warte mal, habt ihr irgendwas? Ihr wünscht euch Lederrüstung und gebt dafür Gold. Wie geil ist das denn bitte? Wartet mal. 10 Leder? Okay, dann bräuchten wir hier mal wieder einen Jäger. Warst du nicht Jäger? Irgendwer war doch Jäger. Genau. Dann schul doch mal wieder bitte um zum Jäger. Muss ich mal kurz schauen, haben wir denn... Ne, eine Lederschneiderei haben wir leider gar nicht. Werden wir uns aber mal aneignen. Du bist nun erwachsen, sehr schön. Dann direkt rein mit dir. Du wirst Bogenschütze. Natürlich Stufe 2 und Stufe 3. Bierchen und einmal bitte hier nach rechts. Schwertkämpfer, Stufe 2, Stufe 3, Bierchen und nach links. So, nächster Bogenschütze. 2, 3, Bierchen und nach rechts. Ihr kennt das Spielchen. Weiter geht's mit Schwertkämpfern. So, was möchtest du denn? Du möchtest Training? Bitte sehr, kannst du haben. Du bist erwachsen, das ist wunderbar. Ab in die Kaserne mit dir. Ich überlege gerade, haben wir hier noch irgendwo etwas, was wir entbehren konnten als Beruf? Den Goldschmied auf gar keinen Fall. Ja, den Eisenschmelzer brauchen wir denn noch großartig? Eigentlich nicht, ne? Können wir aus dem Eisenschmelzer hier eigentlich mal einen Träger machen? Dass er hier bei... Warum kann er denn beim Lederschneider kein Träger werden? Gut, weißt du was? Dann bleibt erstmal Eisenschmelzer. So, du bist erwachsen. Rein mit dir. Du ebenfalls. Rein in die Kaserne. So, Lederschneiderei ist fertig. Eisenmine steht was länger leer. Kein Problem, die können wir auch direkt abreißen. So, wir haben jeweils 5. Also ist der nächste wieder ein Schwertkämpfer. Dann, next ist ein Bogenschütze. Wieder mit sämtlichen Upgrades versehen. Und wieder ein Schwertimek-Schwertkämpfer. Ups, nee, den wollte ich nicht. Dich wollte ich. Dann wieder ein Bogenschütze. Ach, einmal hier hin. So. Und wieder ein Schwertkämpfer. Ich bin zwar tendenziell immer ein Freund von Bogenschützen, also mehr als von... Ich bin mehr ein Freund von Bogenschützen als von Nahkämpfern, aber da die Nahkämpfer hier... die Schwertkämpfer hier deutlich mehr Schaden machen als alles andere, ist das so, denke ich mal, ganz sinnvoll. So, du werde doch mal bitte Händler.
So, warte mal. Du hörst mal bitte auf zu arbeiten. Und drückst mal die Schulbank. So, warte mal, was bist du eigentlich? Ach, du bist der Händler, genau. Gut, dann. Erster Handelspunkt ist hier, der zweite bei unseren Indianerfreunden. Und du darfst hier Leder gegen Gold eintauschen. Ja, du findest keine Waren, um den Handelsvertrag zu erfüllen. Ich weiß, wir brauchen nämlich erstmal einen Lederer hier. So, Moment, du musst Jäger lernen, genau. Oh, der Goldschürfer möchte Training. Bitte, gönn dir. Du bist erwachsen, dann rein mit dir. Tormund ist auch erwachsen, rein mit dir. Du hast Jäger gelernt, sehr schön. Ach Quatsch, du musst ja Schuster lernen, ich Blitzbirne. So, Schuster. So, und ich würde sagen, du änderst mal deinen Ort. Du darfst jetzt hier in der Lederschneiderei arbeiten. So, jetzt aber. Einmal Lederschneider, bitte. Danke. So, warte mal. Wir haben jetzt hier 8 Schwertkämpfer, 7 Bogenschützen. Das heißt, du, mein Lieber, darfst Fernkämpfer werden. Und du wieder ein Nahkämpfer. Zack. Ja, du findest ja bald Waren. Ist ja gut.